Vor langer Zeit, so erzählen die Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht. Sie soll ermächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. Viele drangen verzweifelt und erbittert in diesem Land ein. Doch sie kehrten nie zurück. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land herauszuströmen. Der König von Hyrule befahl den sieben Weisen, das Tor zu diesem Land zu versiegen. Das Siegel sollte bis in alle Ewigkeit ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Aber mit der Zeit verblasst die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Eines Tages tauchte in Hyrule der geheimnisvolle Zauberer Aghanim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die sieben Mädchen entführen, die alle direkte Nachfahren der Weisen. Nachfahren der sieben Weisen waren, eine nach der anderen. Special Sour Tree? Also, Dini. Prinzessin Zelda, eine der sieben Nachfahren, wird die nächste sein. Ja, nicht, wenn wir das verhindern können, liebe Leute. Willkommen zu einem neuen Projekt von mir. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Der Vorgänger von Link Between Worlds. Und ich würde sagen, wir fangen an. Wie es sich gehört, machen wir hier den klassischen Link-Verschnitt. Obwohl, wisst ihr was? Ich habe keinen Bock, dass die ganze Zeit Links sagen. Deswegen nehmen wir einfach mal meinen richtigen Namen. Ende. Los geht's! Hilfe! Oh, ich muss gerade üben. Bitte Hilfe! Ich bin es. Zelda! Oh, ey, wisst ihr was? Ich rede einfach ganz normal. Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter seiner Kontrolle gebracht und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs Vermissten... Oh, red doch mal ein bisschen schneller, Mädel. Mädchen, etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich hier raus. Hilfe! Boah, Alter, ey. Ich muss mir dazu mal jemand richten. Marcel, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden? Was will der von mir? Das, was ich will. Ich bin Link. Ich bin 8 Jahre alt. So, was haben wir denn hier? Da darf ich eigentlich nicht dran. Kiste! Du hast die Lampe, jetzt kannst du die Fackeln anzünden. Was? Okay. Boah, es riecht aber in Strömen hier, merkt man richtig so. Was denn hier? Was machst du hier? Was machst du hier so spät, Junge? Geh doch nach Hause. Wenn du erwachsen bist, kannst du so lange wach bleiben, wie du willst. Leck mich! So, so, du machst hast eine Karte dabei, damit du dich nicht beirrst. Sehr cool. Drücke X, um in die Karte zu schauen. Mit magischen Kräfte. Okay, es ist X. Okay, Enter ist das Menü. Boah, das wird doch richtig übel hier. Na gut, begeben wir uns mal direkt zum Schloss. Ich muss übrigens sagen, das ist kein Reliant Let's Play. Ich kenne das Spiel in- und auswendig eigentlich. Ich habe aber nie 100% gemacht. Jetzt ab rein. Hey, hey, hey.
Du kannst doch hier nicht einfach so in die Albrook hineinmarschieren. Kinder sollten um diese Zeit längst im Bett liegen. Leck mich. Daneben die Alternative. Ich habe übrigens ein bisschen geguckt. Ich kann euch ein paar Sachen sagen, die sich hier ein bisschen von Link to the Past zu Between Worlds unterscheiden. Und zwar, hier ist das direkt das erste. Hier ist nämlich kein Loch mehr. Und übrigens, entschuldigt, wenn ich doch ein bisschen Schokoladeknabber. Oh, Schokolade ist so lecker. Onkel! Oh, Marcel, ich wollte dich nicht in diese Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild und hör mir genau zu. Unser Volk allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halte den B-Knopf gedrückt, um die Kraft zu sammeln und lass los, um zu schauen. Bitte, Masse, hilf mir, mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich. Ah, mein Ende hat die Prinzessin. Du bist ihr. Ihr was? Ihr Bruder? Ihr Vater? Okay, ist ein bisschen krank, wenn ich ihr Vater wäre. Wachen! So, erstmal fertig machen. Was haben wir jetzt hier? 5 Rubine. Nice. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich versuche die Stimme ein bisschen zu vertonen, aber ich kann euch nicht garantieren, dass ich da immer dran bleibe. Gut, dann machen wir uns mal jetzt auf. Au! Boah, sind die Slappen-Gegner, ey. Ah! Also mit Controller zu spielen. Ich muss mal gucken, ob ich das irgendwie schaffe, noch mit einem Xbox-Controller hier zu zocken. Das war richtig geil. Willst du auf die Fresse, Kollege? Hier, bitteschön. So, normalerweise würde ich jetzt hier erstmal das Schloss erkundigen. Was ich auch ein bisschen machen werde, weil ich will noch mal ein bisschen gucken, vielleicht finde ich hier was. Kollegen halten nämlich ein bisschen mehr aus. Die sind ein bisschen stärker hier, die Affen. Aber ich glaube, wir haben hier eigentlich nur zwei Möglichkeiten, dann immer ins Schloss reinzukommen. Deswegen würde ich das jetzt erstmal gerne ein bisschen erkundigen, damit ich weiß, ich habe hier alles erstmal rausgeholt. Also zumindest das, was ich holen konnte. So. Au. Hat mich erwischt. War kein Ding für Link. Was gesagt, jetzt in dem Fall für Marcel. Und für alle, die es interessiert, ich heiße genauso wie Luxagin. Also bitte nicht haten. Ah, der sucht mich einfach mal nicht, obwohl ich ein paar Meter vor ihm stehe. Kann man ja mal machen. Wahrscheinlich geht es jetzt hier runter zum Verlies. Ich frage mich immer noch, warum man das Verlies unter der Burg des Königs baut, wo man eigentlich davon ausgehen kann, wenn einer abhaut, dass er halt sofort den König versucht abzumoksen. Schlüssel! Du hast die Karte erhalten. Drück X, um deinen Standort festzulegen. Ich kann dir mal kurz zeigen. Ist nicht besonders viel. Den verarschen wir jetzt. Zack. Tschüss. Zack. Ah, verdammt. Ah, fuck. Okay, ich hab's noch nie geschafft, alle drei runterzukippen. Das ist jetzt ziemlich neu für mich. Persönlicher Rekord. Gebrochen. Kein Ding für... Au!
Okay, ich lasse mich hier gerade ein bisschen treffen, weil ich die Gegner noch nicht ernst nehme. Aber ich messe die Steuerung auch noch ein bisschen schwammig. So. Wir haben keinen Schlüssel, also müssen wir hier rein. Bin mal gespannt. Ah, Schwertkampf! Lass ihm gar nichts hinzugekommen. Klau uns den Schlüssel. Und hol uns den Bumerang. Okay, mit A benutzen wir Items. Okay, das ist eigentlich schon die Grundsteuerung gewesen. Eines der unlogischen Sachen, die ich finde persönlich, ist ja, warum behält man den Schlüssel nicht einfach? Ich meine, kann ja sein, dass man ja noch ein Schloss findet, wo der Schlüssel auch reinpasst. Ah naja, was soll man machen? Tricky, tricky, trick. So, den machen wir jetzt fertig. Oh Gott. Oh Gott. Oh, da haben wir Töpfe. Die Allround-Waffe. Mehr, du Stinker. Ha. Erledigt mit zwei Töpfen. Krank. Du hast den großen Schlüssel, damit lässt sich so meinst du Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagen. Ich danke dir, Marcel. Irgendwie habe ich gespürt, dass du kommen würdest. Why? What the fuck? Woher kennst du mich, verdammt? Du siehst mich gerade das erste Mal, wo ich die Typen verprüge. Jetzt sagst du, du weißt, dass ich kommen würde? What? Hör mir zu, Marcel. Die Burgwachen stehen alle unter Agamis magischen Bann. Der Zauber ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich wünschte, mein Vater ist schon. Oh, ich hab solche Angst. Verstehst du mich? Ja. Lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas bemerkt. Ich kann ein Geheimnis, dazu müssen wir in den ersten Stock, dann los, komm schon. Ja, aber erstmal looten. So. Jetzt haben wir ja Zelda. Neben Zelda-Teil hat sie übrigens keine blonden Haare, sondern braune. Oder brünette. Ich kenne ja die Farbnamen von den Haaren gar nicht. Weil ich muss aber auch sagen, ich finde den, wie soll ich denn das sagen? Das Aussehen mit brünetten Haaren einfach mal viel besser als das blonde, weil Zelda steht, ich persönlich sagen, das Brünett mehr als dieses Pissgelb. Ich meine, Link ist da keine Ausnahme. Ich meine, das ist Uringelb. Das sieht so aus, als hätte man ihn auf die Haare gepinkelt. Die hätten sich danach gefärbt. So. Hier machen wir kurz einen Prozess. Normalerweise wäre er erst gestunt gewesen, aber in dem Fall kann er sich ja nicht stunnen. So, erstmal betäuben. Ich glaube, das ist so eine Nackenschelle, die er kriegt von dem Bumerang. So. So, Nackenschelle. Also eigentlich müsste man hier voll sneak durchgehen, weil ansonsten würden ja die Wachen ein... Ja, gut. Vom Thronsaal aus gibt es ein Geheimnis zur Kathedrale. Sicher wird uns der Priester treffen, nur Mut. Ja, ich bin Link, ich habe unendlich viel Mut. Und ich glaube, es gab sogar eine Möglichkeit, wie man in diese Löcher hineinkam. Die Frage allerdings, wie, ist mir nicht mehr bewusst. Okay. Ah, fuck. Wir müssen hier jetzt erstmal fertig machen, weil unnötige Folgen ist immer ziemlich schlecht. So, und hier, normalerweise würde ich ja jetzt die Jalousien aufreißen, aber ne. Dies billige Waffen verwirrt dein Geheimnis. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich stockfinster dorthin. Dort drin und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Lass uns jetzt gehen. Komm, hilf mir beim Schieben. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Mach schon. Ja, erstmal von rechts versuchen. Gut, dann von der. Vor allem, es fällt gar nicht auf, wenn das Wappen einfach mal so von zwei Kindern einfach weggeschoben ist. Dann ist es bestimmt nicht sehr besonders schwer, ne? Alter, ist das dunkel hier. Jetzt stehen nur Ratte. Vor allem ist es total logisch, dass Ratten hier Geld haben.
So. Licht haben wir jetzt etwas? Ja, ich kann gerade nicht antworten, Leute. Wahrscheinlich haben sie jetzt die Kompi irgendwie beendet oder so. Dieses dämliche Drecksvieh. Wäre zu schön gewesen, wenn wir hier noch Licht hätten. Okay, einen Schlüssel gefunden. Ich weiß zwar jetzt nicht wozu, aber... Hier hat natürlich jetzt nichts dabei. Na, dann mal ab weiter. Nein. Marcel, vorwärts, es ist nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale. Ich pass auf, wo du hintrittst. Ich würde mir eher sagen, pass auf, wo du hintrittst. Alter, Rich! Money is what I need. Hey, hey. Ich muss doch noch mal gucken, wie man hier ein Safe State macht, weil ich spiele das nämlich gerade über den Last, weil ich habe das über Originalspiel auch zu Hause laufen. Alter! Du sagst, da kann ich es irgendwo kann nicht spielen. Scheiße. Ich sehe auch gar nicht. Ich habe auch gerade gar nichts gesehen. Alter. Die Ratte war es, glaube ich. Wenn ich das sogar noch wusste, ey, wie ich die Route da einfach auswendig kenne. Und ab durch die Mitte. Also der Bereich ist natürlich wieder hell erleuchtet. Hier habe ich, ich muss sagen, als ich das erste Mal hier gespielt habe, habe ich das erste Mal auch richtig verkackt. Weil ich das Rätsel nicht verstanden habe. Und da saß ich dann noch eine halbe Stunde da, habe überlegt, wie kriegen das jetzt wieder zurück. Wahrscheinlich nichts drunter, ja. Aber Leute, guckt mal, 69 Rubine. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Öffnen musst du an einen der Hebel ziehen. Ja, rechts vor links, würde ich mal sagen. Zieh an diesem Hebel, um die Tür zu öffnen. Ich werde ja klopfen, ja. Okay, richtig geraten. Weil die goldene Regel ist rechts vor links, aber die goldene Mitte geht vor. Was ist denn jetzt eigentlich? Jo, hier, die Tür ist wieder zu. Okay, Schlangen. Brauche ich nicht. Ein Wunder, Prinzessin Zelda. Ihr seid in Sicherheit. Hast du das getan, Marcel? Ja, ich habe noch was ganz anderes Sachen getan. Ja, richtig. Marcel, helf mir aus dem Kerker zu fliegen. Wer doch auf, wo ich dort aus eigenem Plan. Es ist unfassbar. Er droht mir mit den Worten. Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Weisen brechen. Bitte, Marcel, lass dich zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Weisen bricht, werden böse, dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an, vernichte Angel, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte! Auf einen Blowjob. Okay, ich höre jetzt auch, das ist Zelda. Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Agarimis Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist im Stein, der im Kampf gegen die Macht des Zaubers zu bestehen. Mit sagenhaftem Masterschwert. Doch einiges mehr solltest du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weisen. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Salazar. Was? Sahasralash? Auf deiner Karte, aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, um den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Ja. So, Kiste! Ein Herzcontainer, deine Herzzahl ist gestiegen. Nice! Okay, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal von hier. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von The Legend of Zelda: A Link to the Past. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei sein würdet. Und ich sag mal so, die Seele ist raus. Enjoy the music. Bis dann. Auf Wiedersehen. Bis dann. Tschüss.